Boot runter. So, jetzt kannst du dich da frei bewegen. Aber lass dich auf keinen Fall bei irgendwas Verdächtigem erwischen. Wie töten, erwürgen, sprengen oder so. Lass, Jason. Einer von Holts Leuten hat mir was angeboten. Geil. Eine Gruppe Verräter plant, ihn zu bestehlen. Ich glaube, wenn ich die umlege, wird Holt mir vertrauen. Ah ja, eine Dresdner Rochade. Die beste Wahl. Noch schneller wäre es gewesen, Jason Brody zu töten. Aber das fällt ja wohl aus, was? Ich habe die Verräter von drinnen überwacht. Sie haben drei Hauptmänner. Und einer hat vielleicht eine Personalliste mit allen Beteiligten bei sich. Töte sie. Besorg die Liste. Und ich werde heute wissen lassen, was für ein guter Soldat du bist. Wo ist ihre Basis? In einem alten Tempel. Ich gebe dir die Koordinaten. Oh yeah, und damit willkommen zurück bei Far Cry 3. So. Weiter geht's und ich muss jetzt erstmal kurz was googeln. Und zwar habe ich wie immer hier, okay, passt. So wie ich es zuletzt eingestellt hatte. Schmein, na gut, warum soll es sich eigentlich ändern, wa? Hey, ja, Blödsinn! Da! Ja, was müssen wir eigentlich machen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oha, viele Punkte erobert hier. Ja, genau. Ich würde sagen, erstmal Funkturm hier, bevor wir überhaupt irgendwas anderes machen. Dass man mal ein bisschen was sieht auf der Map, weil es bringt da nichts, wenn man hier die ganze Zeit irgendwo im Dunkeln rumgeistert. Und die Map noch gar nicht freigeschaltet hat. Gar nicht aufgedeckt. Wäre ein bisschen blöd, wa? Wo ist der Punkt überhaupt? Irgendwo dahin. Hat man jetzt auch so viel gesehen. Ist auch gar nicht verfackelt oder so, so wie ich hier gerade fahre. Da, 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 da. Aloha! Nur keine Piraten, aber okay. Gut. Gut, gut. Ja, guck mal, davon ist er irgendwo, die Dinger. Boah, da ist ja direkt ein Punkt daneben. Oh, der wird hier sogar angezeigt. Ich Idiot. Die muss ich jetzt auch erstmal. Das ist Sperrgebiet. Die Söldner greifen jeden Eindringling bei sich Kontakt an. Da dieser war blöd. Verfluchte Hitze. Oh, guck mal, da oben. Drüben ist noch oh. Endlich kein Verband. Da sind auch noch zwei. Die muss ich alle loswerden. Ah, da vorne am Rand ist ein Alarm. Sehr Gott. Na toll, wie komme ich da jetzt hin? Ich probier's mal auf. Oh oh. Oh, oh, pissig, pissig. Puh, spannend. Nein. Oh, fuck. Wieso steht der da? Verpiss dich! Sobald ich genug Kohle habe, geh weg. Das Damien, ich sieht wundert mich jetzt sowieso hier. Sag mal, Junge, verpiss dich jetzt. Bis er davor gelaufen ist. Nicht mehr lange, dann geht's nach Hause. So, jetzt. Oh oh. Das ist ein Drecksjob. Ich will mehr Geld. So, perfekt. Als nächstes bist du dran, dein Süßer. Zack!
Und runter mit dir. So. Als nächstes den dann natürlich alle per Takedown. Nichts als Sand und Wasser. Und runter mit dir. Jetzt habe ich nur die drei, soweit ich keinen übersehen habe. Oh, oh. So, jetzt nur die Frage, wie ich... Voll klasse! Mann, oh Mann! Verdammt, jetzt haben sie mich auch noch entdeckt. Meine Fresse. Kannst du den 2000 mal in den Kopf schießen, macht ihn nicht. Okay, das wäre geschafft. Das war, glaube ich, der einzige, den ich nicht per Takedown ausgeschaltet habe. Oh, Fähigkeitspunkt, cool. Genau. Was wollten wir da sagen? Ich glaube das hier. Um unbegrenzt schneller zu sprinten. Mal gucken, ob das wirklich so viel bringt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schneller sprinten oder ob wir jetzt einfach unbegrenzt. Also ohne, dass er irgendwann anfängt. Da irgendwie voll keine Luft mehr zu kriegen oder so. Oder ich glaube, wir sind sogar schneller. Glaube ich mal, aber egal. Genau. Jetzt wollen wir den Turm erstmal. Den wollten wir aktivieren. Das war ja eigentlich unser Hauptziel. Weil jetzt erstmal wieder so einen Endorphinschub reinjagen. Und dann kriegen sie mit einer Spritze wieder 6 Gesundheitsfelder. 6! Voll am reinpusten. Gerade. Gewesen. Oh, guck mal. Money, money, money. Give me money. So. Gib mal ja. Hui. Boah, hier kann das echt noch zum Verhängnis werden, dass man hier so schnell sprinten kann. Sprint man nur ganz kurz. Oh. Und dann macht es nämlich kurz mal. Sprint es mal eben geschwind. Und dann macht es eben mal auch mal eben geschwind so. Oh, wow. Platsch oder krr. Boah. Finde ich übrigens geil, dass er sich da immer noch festhält. In vielen anderen Spielen hätte er sich jetzt da wegen irgendwelcher blöden Programmierung nicht mehr festhalten können. Oh, shit, 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 nein, nein. Boah. Knapp. Ich will nicht sterben. Boah, ist das hier knapp. Ich habe vor viel Leben verloren, Alter. Was soll der Mist? Ah ja, genau. Ui. So, jetzt muss ich... Oh. Hey, geht mal. Oh, das ist mein Typ, verdammt. Fuck, nein, 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 nein. Dreckiges. Ach fuck, ich hätte mir helfen müssen. Ach scheiße, oh ne. Oh ne. Hallo, nimm doch die Waffe auf hier. So. Beziehungsweise nicht aufnehmen, sondern wechsel doch. Du fette Schwuchtel. Oh. 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 Ganz vorsichtig. Ba, 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 da, 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 da. Oh. Just give me a reason, just a little bit tonight. So, den Hauptrefrain weiß man wieder. Just give me a reason und ab dann ist hier nichts mehr mit Text. Muss man bei DSC erst bringen. Ja, ich singe jetzt immer den Refrain von Just give me a reason. Just give me a reason. Ja, das war's auch schon. Es muss er bringen. Mal gucken, was sie dann sagen. Ich weiß nicht mehr, was für eine Sendung das war, aber da gab es doch mal eine,
Das war so ähnlich wie DSDS und da ging es nicht darum, gut zu singen, da ging es einfach nur darum, ob du den Text kannst oder nicht. Wenn du ihn kannst, hast du schon sehr gute Gewinnchancen gehabt. Also jetzt hast du singen können wie irgendeine Kröte oder so, das war ihm scheißegal. Also zu dem Funkturm müssen wir. Boah, ist der weit weg. Wings hier! Juhu! Nein! Oh, boah! Ist er fast verdattelt, den Fallschirm zu öffnen. Glück gehabt! Boah, 1180 Meter, lutsch mich. Ah ne, Eier, du Schipperst. So, da sind die, dann würde ich fast schon sagen, dass es keinen Wert hat und ich jetzt einfach auf der Straße lang fahre. Oh yeah. Ich denke, einen kürzeren Weg gibt es eigentlich fast nicht. Außer mit dem Flugzeug vielleicht, aber das haben wir keins. Ich weiß nicht mal, ich glaube in Far Cry 3 gibt es auch keine Flugzeuge, die man fliegen kann. Wäre aber echt geil eigentlich. So Flugzeugfliegen und Far Cry, das wäre echt episch. Jetzt wahrscheinlich eine Bombenaussicht, würde die ganze Insel sehen, ey, das wäre Bombe. Das wäre Bombe, ein leckere Bombe. So, und ab jetzt sehe ich nicht mehr, wo ich lang fahre. Zumindest nicht auf der Minimap. Die sich links unten befindet im Bildschirm. Bam, ba, dam, bam, bam, ba, dam, bam, 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 bam. Ich gucke immer ganz kurz aus dem Fenster, was eine ganz schlechte Idee ist, weil es unglaublich hell ist und ich dann für ein paar Sekunden geblendet bin. Hier nicht mehr gescheit, Nasi. Das ist ein bisschen blöd, deswegen darf ich lieber nicht ab. Aus dem Fenster gucken. Wer hat hier die Steine in den Weg gestellt, ihr Fotzen? Guck mal, eine Höhle. Hey, guck mal. Rein zufällig ein Relikt gefunden. Ja, fit. Fetzig. So. Nächster Funkturm. Ach nee, stimmt, das sind Söldner. Hallo. Wie läuft's denn? Hi. Ein richtiges Bett, das könnte ich jetzt brauchen. Hi, Homies. Stimmt, die greifen mich schon jetzt gar nicht mehr an. Jans vor Jessen. Ja, aber. Oh, da muss ich lang. Wie kann es sein, dass der mehr verdient? Wie kann es sein, dass der mehr verdient? Sehr froh, dass du überhaupt was kriegst, du fette Schwuchtel. Na, ja, perfekt. Boah, wie der hier klettern muss, ist ja heftig. Jen, du bist so mutig. Der Wahnsinn! Joa, und jetzt? Oh, geil. Du geiles Stück